Leute, heute geht's um Sido. Scheißegal, wie ich hierher kam, alles, was ich wissen will, ist, wie komme ich hier weg. Und um diesen Sido, den und eigentlich auch um Paul, oder? Die Leute müssen mir auch viel mehr erlauben, Paul zu sein. Damit diese Einsamkeit nicht so in mir schwelt die ganze Zeit. Vor dem Release von seinem Album Paul hat sich Sido entschieden, einen wochenlangen Aufenthalt in einer Klinik und seinen Entzug öffentlich zu machen. Ich weiß, ich habe heute den ganzen Tag wieder darüber gesprochen und ich bin auch wieder immer ein bisschen drin im Thema und auch in dem Gefühl. Und heute Abend wird mich das so ein bisschen Zeit zum Einschlafen kosten, da bin ich sicher. Wie das Musikvideo Sterne die düsteren Phasen der letzten Jahre, Sidos Karriere, ja eigentlich sein ganzes Leben verarbeitet, das seht ihr jetzt. Leute, es geht stramm auf Weihnachten zu und wisst ihr, was ganz oben auf meinem Wunschzettel steht? Abos. Also deswegen lasst doch gerne mal ein Abo da, macht die Glocke an und weiter geht's. Das ist der Typ von der gelben Wand. Ja, das ist der Typ von der gelben Wand. Alles klar. Zurück zu Sido aka Paul Würdig. Der ist gerade überall. Große Videointerviews, große Podcast-Folgen, große Zeitungsartikel, aber vor allem große Themen. Die Frage ist halt, werde ich halt auch geliebt? Ist so ein, gebe ich zu viel? Ist alles richtig? Weil das ist eine Sache, die mich schon oft in meinem Leben kaputt gemacht hat. Liebe und wie sie endet. Lockdown fing an, Scheidung begann. Sido hat also ganz schön was zu erzählen. Ehe kaputt, Kokainsucht, Entzug. Er lässt sich in eine Klinik einweisen und stationär behandeln. Das verändert ihn. Sido ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob er noch Sido sein kann und vor allem möchte. Und weil ich heute nicht mehr der bin, der ich war, weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Jetzt sein 9. Album, Paul, das Musikvideo zu Sterne, der ganze Horror, die Krisen, die Scheiße, die Sido macht und mitmacht, alles da drin. Gestern war ich noch den Stern, na, ich hätte alles haben können, alles war perfekt. Dicker, alles war perfekt. Mir ist scheißegal, wie ich hierher kam, alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg. Ich sag's ehrlich, das Musikvideo von den 100 Black Dolphins finde ich richtig stark. In der Klinik hat Paul eine Gruppentherapie gemacht. Und als Sido hat er das Ganze dann ins Musikvideo zu Sterne eingebaut. Die Gruppentherapie war das, was mir am meisten geholfen hat bei meiner Therapie. Und ich habe in allen anderen, wenn die geredet haben, habe ich immer einen Teil von mir gesehen. Jeder, der da spricht, ist irgendwie auch ein Teil von mir. Also ich sehe auch immer mich in den anderen. Und deshalb sitzt da eben Sido mit Sido und Sido im Stuhlkreis und spricht mit Sido und Sido in Anwesenheit von Sido über Sido. Keine Streams, keine Klicks, keine Sendezeit. Ich sitze im Kreis mit diesen Leuten. Ich kenne hier keinen. Und ich glaube, das sind nicht irgendwelche random Sidos, die da rumhocken. Die Sidos aus Sterne sollen einen nämlich an andere Sidos aus anderen Videos erinnern. Zum Beispiel die beiden Sidos mit Maske. Die Masken sind nicht silbern, wie ganz früher zu Agro-Zeiten, sondern rot, wie auf dem Cover von Ich und keine Maske aus 2019. Ich komme aus dem Drecksviertel. Und ja, ich wohne jetzt im Speckgürtel. Exakt wie in Wie Papa steht Sido mit der Maske auch in Sterne am Grill. Und auch die schwarze Maske aus Sterne hat man doch schon mal gesehen. Die kenne ich zum Beispiel aus dem Track Maskerade von seinem Album 301180. Übrigens auch Pauls Geburtstag. Für euch alle eine visuelle Hasstirade, wenn ich die Maske trage. Maskerade. In Versager, das jetzt auch auf dem neuen Album Paul drauf sein wird, verbrennt er die schwarze Maske. Ja, Papa, du hast dieses Monster gemacht, mein Lieber. In dem Song packt Sido das große Thema Vater an und rappt darüber, dass sein Vater, der die Familie früh verlassen hat, nie wirklich für ihn da war. Dadurch, dass er nicht da war, ist in mir irgendwas passiert. So ein Minderwertigkeitskomplex, der sagt, irgendwie bin ich anscheinend nicht wert, dass mein Vater mir zum Geburtstag gratuliert. Zurück zu Sterne. Rote Masken-Sido, schwarze Masken-Sido, schon mal zwei Sidos aus dem Video. Dann ist da aber noch Zwangsjacken-Sido. Klar, soll um Psychiatrie gehen und so, safe, aber das ist doch auch aus einem früheren Video. Trägt Sido nämlich auch in Astronaut mit Andreas Burani. Ist eine ganz andere Phase in Sidos Werk, bisschen so sein Einstieg in den deutschen Pop-Mainstream. Nächstes Beispiel, Jeansjacken-Sido. Ich glaube, dieser Liebesfilm nimmt keine glückliche Wende, eine Romanze ohne Küssen am Ende. Den Look kennt man auch. Im Song mit Vanessa Mai geht es um eine Liebesbeziehung ohne Happy End. Ein Jahr nach, naja, ihr ahnt es. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Scheidungsgrund. Ein Grund für diese Trennung, sagt Sido, wäre seine Midlife-Crisis gewesen. Und auch diese Phase in seinem Leben könnte man in einem Sido aus Sterne wiederfinden. Scheißegal, ich bin aus Stein. Nein, ich weine nicht drum.
Doch wenn ich alleine bin, dann weine ich drum. Diesen roten Jogger, den kennt man doch so vor allem aus 2019, 2020. Im Interview hat er mir erzählt, dass jeder Sido im Video genau über das rappt, wofür er steht. Festival-Sido über Eskalation, Sexparty-Sido über Sex und Jogger-Sido, der nach außen so tut, als würde ihn das alles gar nicht jucken, aber innerlich heult. Passt also schon irgendwie zu diesem Midlife-Crisis-Song mit Monchi, wo er auch diesen roten Jogger trägt. Alle stehen immer 24-7 unter Strom und sind glücklich über 5 Minuten Frieden auf dem Klo. Ist doch alles installiert, bilanziert, finanziert, illustriert, kleinkariert, Briefpapier, DIN A4. In Leben vor dem Tod geht es exakt darum. Langweiliger Alltag, noch mehr Gas geben, dies, das. Und diesen schwarzen Fischerhut, den hat er zum Beispiel in Medizin getragen. Und dann gibt's auch noch den verprügelten Sido und den Britney-Sido, der sich eine Glatze rasiert. Tatsächlich sind es alles aber gar nicht Sidos, sondern Pauls? Die beiden, die am Tisch sitzen und sich unterhalten, das sind Sidos. Und dann ist dieser eine mit den Klamotten von den Sommerfestivals, der ist halt Sido. Und die anderen, das ist halt Paul. Die meisten von denen sind Paul halt. Und das zeigt auch schon das Kernproblem. Niemand checkt so richtig, wann Sido Sido ist und wann Paul. Hat bei ihm verständlicherweise zu richtig psychischem Stress geführt. Und deshalb sitzen da die verschiedenen Pauls und Sidos in der Gruppentherapie und sprechen genau über diesen Stress. Am Ende des Videos, nach Bossas Part, verwandeln sich diese alter Egos in andere Menschen. Ein Typ im Anzug, ein tätowierter Dude im Feinripp, eine Drag Queen. Ich weiß nicht mehr, wie ich hierher kam. Alles, was ich wissen will, ist, wie komm ich hier weg? Wie komm ich hier wieder weg? Und wenn ihr genau wissen wollt, warum da eigentlich Ron Bielecki mit im Stuhlkreis hockt, dann checkt doch unser TikTok aus. Klickt hier, da hat's mir Sido nämlich erklärt. Sido haut in Sterne schonungslos raus. Drogensucht, Klinik, Therapie, Scheidung, Vaterkomplex, Wut auf sich selbst. Ich wollte besser sein als mein Vater. Und ich hatte jetzt 4 Anläufe und habe alle 4 verkackt. Ne? Für ihn ist klar, Sido ist Pauls Problem. Die Kunstfigur, die auch das Privatleben bestimmt. Sido ist halt das Problem. Sido ist die Wurzel allen Übels. Und das eigentlich schon seit Beginn seiner Karriere. Mit Anfang 20 wird Sido berühmt. Alle kennen Sido. Die meisten feiern ihn und wollen auch Sido sehen. Da bleibt Paul auf der Strecke. Egal, was ich sage, auch als Paul mal Hose runterlassen und mal sage, ich habe hier und da ein Problem, es wird so abgetan, weil Sido hat keine Probleme, dem geht's immer gut. Sido baut uns auf. Was sollen wir uns jetzt Kopf machen um Sido? Ich höre Sido, damit es mir besser geht. Und, das hat halt alles übernommen. Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass Sido so, dass Paul uninteressant ist für die Leute, dass ich als Privatperson so voll klein und unwichtig bin und so, ja. So ein Minderwertigkeitsding ist da in mir gewachsen, immer mehr. Ich meine, der Typ ist einfach schon länger Sido als Paul. Das muss man sich schon auch mal geben. Wie diese unglaublich erfolgreiche Karriere als Künstler den Menschen dahinter krass unglücklich gemacht hat, das zeigt das Video zu Sterne ziemlich ehrlich. Ich bin da, aber keiner hat gefragt und jetzt muss ich in die Klapse, weil ich anders bin. 2022 denkt Paul über Sido nach. Vielleicht zum ersten Mal stellt er die Kunstfigur in Frage, öffnet sich und erzählt, wie es dem Menschen dahinter eigentlich so geht. Für mich unlockt er damit das nächste Level in seiner Karriere. Das Album Paul beginnt mit einem Skit von der Gruppentherapie. Der erste Track Atmen ist so ein bisschen seine Vorstellung in dieser Gruppe, wer er ist und wie er hier eigentlich gelandet ist. Und so geht's auf dem restlichen Album auch weiter. Sido bzw. Paul macht sich gerade etwas, das ihm in seinem normalen Leben schwerfällt. Dieses ganz nahe emotional und so, ich kann das nicht. Ich habe das nie hingekriegt und ich werde das wahrscheinlich auch nie können, aber ich kann es zum Glück in Texten und ich kann es mir von der Seele reden, halt mit in Reimform. Ich glaube, dass viele Leute das haben, dass sie nicht reden können über Gefühle und über ihre Fehler und so weiter. Ich kann das halt von Person zu Person nicht, weil ich möchte nicht weinen vor anderen Menschen. Auch wenn es safe krass schwer ist, über solche intimen Themen zu rappen oder in Interviews darüber zu sprechen, mit all diesem Scheiß an die Öffentlichkeit zu gehen, merkt er, dass es was bringt. Ich merke, viele Leute sprechen mich als Paul an mittlerweile auch. Mit Absicht, weil sie merken, ja, ich möchte jetzt halt vielleicht auch mit Paul sprechen und da gibt's halt diesen Twist und er will das auch. Und ich finde das super höflich. Ich glaube, wir erziehen uns jetzt alle gegenseitig dazu, dass das halt zwei Leute sind und dass das nicht nur noch eins ist. Also ich will das jetzt nicht ändern und Sido zu Paul machen, sondern es wäre schön, wenn es wirklich beides parallel geben könnte. Das ist keine Tränendrüsen-Erfolgsstory von jemandem, der seine Dämonen besiegt hat und jetzt einen auf Happy End macht. Wie jedes Leben ist es auch bei Sido komplizierter. Sido ist Work in Progress. Ich kann das
ich kann es einigermaßen, glaube ich, nachvollziehen. Auch wenn das natürlich eine sehr spezielle Situation ist bei dir. Ich kann es selber noch nicht richtig nachvollziehen. Ich bin auch noch dabei. Aber es ist halt ein Prozess und ihr seid dabei. Und genau das gibt vielen Trost, die vielleicht selbst gerade in einer schwierigen Phase feststecken. Ich weiß aus erster Hand, dass viele Leute halt auch durch Corona und ihre Geister wieder hatten und sich mit denen auseinandersetzen mussten und dass ich nicht der Einzige bin. Und ich hoffe halt einfach, dass das Album dasselbe bei den Leuten macht, was die Gruppentherapie bei mir gemacht hat. Ganz ehrlich, ich habe da krass Respekt vor und ich finde, dass man merkt, dass er mit all dem gute Absichten hat. Aber wie seht ihr das? Feiert ihr das Musikvideo und wie findet ihr Sidos Offenheit? Schreibt's mir in die Kommentare. Ey, und wenn's euch wie Sigi geht... Ich mag deine Show, Mann. Hey, vielen lieben Dank. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel. Also, danke. Außer du fandst meine Strophe auf Follow jetzt nicht so geil. Also, es tut mir leid. Ey, ich denke mir so, du bist zurzeit so ehrlich, dann bin ich auch ehrlich. Ist okay, so. Ist voll okay, Mann. Dann klick doch einfach hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Bis nächste Woche.